Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, ich bin's wieder, Nils Gajowi. Heute mal mit einem Tipp, wie man sehr einfach an sehr gutes Fachwissen herankommen kann. Habt ihr manchmal auch das Problem, dass ihr nicht in der Lage seid, eine gute von einer schlechten Bilanz oder eine Gewinn- und Verlustrechnung oder ein Cashflow-Statement auf Englisch gründlich zu analysieren und zu verstehen? Also für mich waren die ganzen Zahlen, die Unternehmen ja regelmäßig vorlegen, zum großen Teil Neuland. Und auch als Investor kriegt man sowas ja nicht an der Wiege gesungen, dass man sich durch solche Dinge einfach durcharbeitet. Und ich bin auch kein Freund von den dicken wissenschaftlichen Abhandlungen der Betriebswirtschaftler und der Volkswirtschaftler, die man so in den Buchläden und Bibliotheken findet. Was habe ich also gemacht? Dank unseres Inner Circle bin ich auf eine Seite aufmerksam geworden, die ich euch mal empfehlen möchte. Da kann man sich nämlich jederzeit kostenlos dieses Wissen auf eine sehr angenehme Art und Weise aneignen. Ich rede von Open to Study, dem Online-Lernportal der Macquarie University in Australien. Der Kurs, den ich hier einfach belegt habe, der kostenlos ist, heißt Diagnosing the Financial Health of a Company, also die Gesundheit, die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu analysieren. Und was der Lektor, Professor Guy Ford, hier vermittelt, sind 4 Module in kleinen Videohäppchen zwischen 3 und 8 Minuten lang. Jedes Modul besteht aus 10 solchen Videofilmen, Videosequenzen. Zu jeder Videosequenz gibt es hinterher ein kleines Quiz, wo man eine Frage beantwortet und diese Frage mit richtig oder falsch bewertet wird. Und nach jedem der 4 Module gibt es ein etwas größeres Quiz, wo man Testfragen beantwortet. Am Ende des gesamten Kurses kriegt man ein Zertifikat, auf dem dann ausgewiesen ist, wie viele Punkte man für diesen Kurs erzielt hat. Das Ganze kann man sich zeitlich frei einteilen. Das Ganze läuft auf Englisch natürlich, aber es ist ein sehr gut verständliches Englisch. Man kann sich in den Videos die Untertitel einblenden. Man kann diese Untertitel auch automatisch auf Deutsch übersetzen lassen. Man kann ein englisches Transkript mitlaufen lassen, sodass man also auch mitlesen kann und jederzeit anhalten kann, wenn es mal zu schnell geht. Man kann alles wiederholen. Das sind also Sachen, die das Lernen sehr, sehr interessant gemacht haben für mich, und ich habe von diesem Kurs sehr profitiert, muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Spaß gemacht, und gelegentlich schaue ich immer mal wieder rein, um einfach auch gewisses Fachwissen aufzufrischen. Das Ganze kommt zu einem durchaus attraktiven Preis daher, es ist nämlich umsonst. Man kann sich also kostenlos registrieren, kann kostenlos teilnehmen, man kriegt kostenlos online das Zertifikat übersandt. Und wie man auf meinem Zertifikat sieht, 100% habe ich auch nicht erreicht, aber immerhin, ganz verstecken muss ich mich auch nicht. Falls ihr also im Sommer nichts vorhabt, am 8. August ist der neue Kurs gestartet, und man kann jederzeit auch während des Kurses noch einsteigen, die Module nacharbeiten, und wer jetzt keine Zeit hat, kann das gerne ja auch beim nächsten Durchgang im Herbst wieder tun. Dann geht es also immer wieder von vorne los. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig und hören Sie nicht auf zu lernen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Geldverdienen. Ihr Nils Gajowi.